Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Teenager vom Marsbox von Fettes Brot. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fettes Brot mit Teenager vom Mars aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine große Box. Auf dem Deckel so ein Riesenfeld, auf dem hier so eine, ja, sieht für mich aus wie so eine Kassette, allerdings mit den Knochen darunter, also wie ein Totenkopf, allerdings mit Kassettenkopf, sehr spannendes Motiv, sieht aus wie so eine typisch deutsche Felderlandschaft, hier unten fährt sogar noch ein Traktor vorbei und hier, was ist das, sieht aus wie zwei Motorräder, die hier abgestellt wurden. Da hinten haben wir noch ein Windrad bzw. eine Kirche zu sehen. Hier unten haben wir einen FSK 0 Aufkleber und dann oben im Eck, ich hoffe man kann das halbwegs sehen, haben wir das, worum es eigentlich geht. Fettes Brot, Teenager vom Mars. Und dann steht hier in Englisch, they came to undermine our society, they will take away everything you've ever believed in. Okay. Also das heißt auf Deutsch so viel wie, sie sind gekommen, um unsere Gesellschaft zu untergraben und sie werden dir alles wegnehmen oder dir alles nehmen, woran du immer geglaubt hast. Also sehr, sehr harte Ankündigung in diesem Fall. Der FSK 0 Hinweis ist Gott sei Dank nur ein Sticker, bedeutet wir können den jederzeit abmachen. Hier unten haben wir noch einen Barcode. Ansonsten ist das Ganze weiß, rechte Seite ebenfalls komplett weiß, oben genauso und auf der linken Seite, spannenderweise, ist die einzige Seite, zieht sich diese Felderlandschaft weiter durch. Auf der Rückseite haben wir ebenfalls wieder diese Landschaft, hier sogar mit Häusern und hier einem Fluss, der hier durchgeht. Schöne Landschaft. Und dann haben wir hier den Hinweis Teenager vom Mars Spacebox limitiert auf 4500 Exemplare. Und dann haben wir den Inhalt. Einmal das komplette neue Album mit 13 Songs auf CD. Eine DVD, Erdbeerbowle, Studioküchenkonzert mit 4 exklusiven neuen Bonussongs. Ein UFO bzw. Frisbee mit dem Teenager vom Mars Emblem. Ein riesiges Album-Artwork, Poster in 120x60 cm und zweimal Teenager vom Mars Buttons inklusive Barcode. Gut, was mir sehr gut gefällt, ist einmal das hier, limitiert auf 4500 Exemplare. So erhält das Ganze einfach so ein bisschen, ja, für mich persönlicheren Wert, weil man einfach weiß, okay, was war die Gesamtauflage. Allerdings hätte ich mich natürlich noch mehr gefreut, wenn hier noch vermerkt wäre, die wievielte Box meine ist. Also wenn hier wirklich stehen würde, meine ist Nummer 3700 von 4500. Egal. Was mich beim Inhalt etwas wundert, ist, dass trotz dieser riesigen Größe keine Vinyl drinnen ist. Hätte ich ehrlich gesagt erwartet, gerade von so, ja, mehr oder weniger Oldschool-Rappern wie Fettes Brot, dass man hier dann noch eine Vinyl reinpackt. Allerdings dürfte die Größe dann hauptsächlich dem Frisbee geschuldet sein. Gut, der Deckel ist abnehmbar, von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also wir haben hier einmal die angekündigte DVD bzw. dieses Live-Konzert Fettes Brot Erdbeerbowle. Schauen wir uns dann gleich noch detailliert an. Dieser DVD dürfte auch der FSK 0 Sticker geschuldet worden sein. Dann haben wir hier einmal das Album im Digipack. Ein Button. Der zweite Button versteckt sich hier. Ein zweiter Button. Dieses Frisbee in Plastik und dann das riesige Artwork bzw. Poster. Gut, auf der Unterseite spannenderweise zieht sich das Design hier durch, also sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Oben und unten ist wieder blank weiß, aber wir erinnern uns, am Deckel war ja nur auf einer Seite das Ganze durchgängig. So, Box machen wir zu. Und dann kommen wir auch schon zum Album. Dieses hier noch eingeschweißt. Das heißt, was haben wir hier? Okay, also der Sticker
genau dasselbe wie auch schon auf dem Boxdeckel. Wir werden das Ganze mal öffnen, beziehungsweise bevor wir es öffnen können, natürlich aus dem Plastik befreien. So, ziemlich streng das Ganze, aber jetzt. So, also ein Sticker haben wir uns ja bereits angesehen. Cover 1 zu 1 dasselbe wie auch schon auf dem Boxdeckel. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 13 Stück an der Zahl. Wir haben nur einen Feature-Track, das ist Track Nummer 10. Und wir haben hier drei Features drauf, nämlich Fat Tony, Felix Brummer und Cryptic Joe. Von diesen 13 Tracks sind meine Favoriten einmal der Track Nummer 1, Teenager vom Mars. Und dann, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe, 13, das letzte Lied auf der Welt. Diese beiden meine Favoriten. Hier lesen wir auch nochmal Fettes Brot, Teenager vom Mars. So, was haben wir hier? Okay, alles klar. Wir haben hier einmal einen Einleger bezüglich Merch. Und was haben wir dann hier? Die Tourdaten zum Album Teenager vom Mars. Dann haben wir hier das Booklet, also dieser Kreis mit den rot-blauen Balken, der dürfte wohl das Logo sein von Teenager vom Mars. Okay, hier haben wir einen ewig langen Text, das ist allerdings kein Songtext, sondern, ich lese mal kurz die Überschrift vor, der Weltraum, unendliche Langeweile, dies sind die Abenteuer dreier guter Jungs, aber nicht von nebenan, sondern von ganz weit weg. Also eine kleine Einführung oder Hintergrundinformation, was es mit Teenager vom Mars auf sich hat. So, dann haben wir hier die Credits, also wer daran beteiligt war. Dann hier die drei Herren auf, ja, abgebildet. Einmal hier den Björn Beton, dann Dr. Renz und der Boris, König Boris. Schauen wir mal, ob wir hier noch weitere Sachen finden. Gut, also wir haben hier auch zusätzlich zu dieser langen Einführung auch noch die Songtexte abgedruckt. Gefällt mir gut. Und hier wurde sogar farblich unterschieden, rot und blau. Auch hier wieder passend zu dem Logo. Krasse Farbkombination, schwarz, rot und blau. Und dann hier noch zum Abschluss ein Bild der drei, relativ dunkel. Gut, das war's mit dem Booklet. Wir werden das Ganze mal wieder hier verstauen. Inklusive dieses Merch oder Tourflyers. So. Der Weltraum, was lesen wir hier noch? Unendliche Langeweile. Gut, normalerweise liest man immer unendliche Weite. Und das freut mich. Also ich bin Fan von solchen kleinen Spielereien. Hier hat man einfach einen roten Kreis drauf gedruckt. Das Ganze hier mit Blau, mit diesen Balken durchlässig. Bedeutet, wir haben hier dieses Logo der Teenager vom Mars sehr schön gemacht. Das dürfte dann wohl das Album an sich sein. Schlicht gehalten in Rot und Blau. So, das Ganze im Digipack. Dann haben wir zwei Buttons. Einmal diesen hier, man kann das lesen, Fettes Brot, Teenager vom Mars, und dann diesen hier mit diesen rot-blauen Querbalken. Dann haben wir die DVD in einer Papphülle, FSK 0, das ist Gott sei Dank nur ein Sticker. Und auf der Rückseite haben wir vier Tracks aufgelistet, bedeutet, diese werden hier live performt in der Studioküche. Erdbeerbowle nennt sich das Ganze. Die DVD in Türkis gehalten mit rosa bzw. weißer Aufschrift. Dann haben wir das Frisbee in weiß. Das ist kein Sticker, sondern das ist hier wirklich aufgedruckt. Fettes Brot, Teenager vom Mars. Auch wieder hier diese englische Ansage, die wir schon vom Boxdeckel kennen. In der Mitte groß dieser rot-blaue Kreis. Glatt weiß die Unterseite. Ich bin jetzt kein großartiger Frisbee-Fan oder Frisbee-Spieler, aber
Es ist für mich eine Premiere, sowas in so einer Deutschrap-Box vorzufinden. Nette Sache. Gut, und dann haben wir zum Abschluss noch dieses riesen Artwork bzw. Poster. Schauen wir mal. Ja, das ist wirklich riesig. Und zwar haben wir hier jetzt die Abbildung, die wir auch schon von der Box kennen. Und zwar haben wir hier einmal auf der rechten Seite, das ist das Cover, beziehungsweise ja, das, was wir vom Boxdeckel kennen. Und auf der linken Seite hier mit dem Fluss und den Häusern, das war auf der Rückseite der Box. Also, das kennen wir von dem Boxdesign. Die Rückseite, wie man sieht, ist blank weiß. Das heißt, das Ganze ist einseitig bedruckt, im Querformat, riesengroß. Sieht schön aus, kann man sich wie so eine Tapete an die Wand klatschen. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Riesenposter, einseitig bedruckt im Querformat. Dann die DVD in der Papphülle, dieses Live-Konzert. Die zwei Buttons. Das Frisbee. Und natürlich das Album Teenager vom Mars im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, Teenager vom Mars von Fettes Brot. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fettes Brot unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.